Hört man die Musik überhaupt? Hallo. Ja, okay. Sehr gut. Dip. Hallöchen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oh, hi. Shaggy, how are you doing? Konntest du dich mal losreißen von Dreams? Wie geht's dir? Alles gut? So, ich wollte nämlich, bevor wir mit Dark Souls starten, wollte ich nämlich noch ein kleines Unboxing machen. Ich habe nämlich was gekauft. Für das hier. Weil ja das letzte Mal die Batterien leer gegangen sind. Machst noch ein bisschen HO nebenbei. Hilf mir auf die Sprünge. Ach, Homeoffice bestimmt, ne? Ah, Gott sei Dank, ich bin noch drauf gekommen. Okay, alles klar. Ja, dann geleite ich dich langsam in den Feierabend hinein. Ich hoffe, es ist nicht mehr zu anstrengend. So, und ich denke, ich packe jetzt mal aus. Ist das nicht die geilste Verpackung für ein Kabel ever? So, und es ist auch noch ein Zettelchen drin. Das fand ich auch ganz süß. Was kann das Kabel? Das werden wir gleich austesten. Live-Influencing. Hallo! Danke, dass Sie hier sind. Ich freue mich, dass Ihnen unser Produkt gefallen hat. Das weiß ich zwar jetzt noch nicht, aber okay. Unsere Mission ist es, Freude und gute Energie zu vermitteln. Deshalb bemühen wir uns, dass EXC-Produkte attraktiv aussehen und gleichzeitig maximal funktional und nützlich sind. Ebenso wichtig ist für uns, aus welchen Materialien und unter welchen Bedingungen unser Zubehör hergestellt wird und wie sie sich dieser Prozesse auf die natürliche um und wie sich dieser Prozess auf die natürliche Umwelt auswirkt. Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie sich immer auf uns verlassen. Schreiben Sie einfach eine E-Mail. Viele Grüße, Andrei Szlecki, CEO EXC Mobile. Also, die freuen sich, dass ich das Kabel gekauft habe. Ich hoffe, ich kann mich auch freuen. Aber irgendwie süß, ich habe das nicht erwartet. Das sah jetzt so relativ random aus auf Amazon. Aber ich habe halt nach einem orangenen Kabel gesucht. Damit es einigermaßen zu meinem Controller passt. Das ist leider nicht genau das, der gleiche Orangeton. Aber ich glaube, es hat zumindest den gleichen Vibe. Und was ist das für eine lustige Schnalle? Die ist so leicht, die ist so elastisch. So, das habe ich auch noch nie gesehen. Ich kenne nur diese Hartplastik-Dinger. Ah, die gehört sogar hier dran. Interesting. Alles klar. Was ist das für eine lustige Schnalle? Wie redest du über mich? So, es ist nicht besonders lang, es ist nur 90 Zentimeter. Aber ich habe ja auch nicht vor, so weit wegzulaufen hier von meinem Rechner, während ich zocke. Und daher denke ich, ist das okay. Hoffe ich doch zumindest. So, jetzt die große Spannung. Passt er oder passt er nicht? Juhu, er vibriert schon mal. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Okay. Ja, es ist ein bisschen knapp, also zu viel aufregen darf ich mich nicht. Hi, Patty! Schönen guten Abend. Batterien habe ich schon letztes Mal rausgemacht, ja. Wir haben doch letztes Mal schon mit Kabel gespielt, aber einem anderen Kabel. Ich gucke nochmal nach, aber ja. Schatz, sie verunsichert mich wieder. Ich habe ein neues Kabel gekauft, Patty, im Black Friday. Ohne Black Friday-Angebot allerdings. Aber bei meiner Massen-Amazon-Bestellung. Der jetzt farblich passend ist zu meinem Controller. Cool.
Gut, dann kann ich nämlich jetzt auch das Spiel starten, denke ich. Wo habe ich nochmal Steam? Didip. Warst du denn heute arbeiten überhaupt, Party? Wenn es dir so schlecht ging, oder war heute besser? Nicht wirklich besser. Oh nein. Hallo Kell. Alles Gute zum Geburtstag nochmal für dich. Wie geht's dir? Hast du schon, kannst du schon schön feiern oder skypen oder wie auch immer? Oder musst du jetzt alleine zu Hause sitzen? Ich hoffe nicht, aber dann können wir dir vielleicht einen schönen Geburtstagsabend bescheren. Und hast du auch schon Geschenke bekommen? Hast du im ganz kleinen Kreis gefeiert? Okay. Ja, so wie es halt gerade möglich ist, ne? Das ist lieb, dass du noch vorbeiguckst an deinem Ehrentag. Patti war trotzdem auf Arbeit. Na, na, na. Bist du wahrscheinlich genauso wie ich, dass du dich trotzdem noch hinschleppst, anstatt dich auszukurieren. Das kenne ich doch von mir selbst. So, die Musik machen wir jetzt mal wieder aus. Habe ich eigentlich? Nee, ich habe wahrscheinlich kein GEMA-freies Geburtstagslied, was ich für Kelly jetzt spielen kann. Ich glaube, die sind leider alle geschützt. Wie ist das mit Simpsons-Liedern? Sind Simpsons-Lieder GEMA-geschützt? Ich glaube auch, ne, oder? Weil du heute Geburtstag hast, da haben wir gedacht, wir schreiben dir ein schönes Lied, weil es dir Freude macht. Das Lied kenne ich ja leider nicht, tut mir leid, deswegen konnte ich es nicht vorsingen. Jetzt hört man nur Dark Souls, ne? Scheiße. Sei doch mal ruhig. Ist scheinbar Ossi Happy Birthday. Dark Souls ist auch ein gutes Geburtstagslied. Happy Birthday, liebe Kell. Das klingt so kirchlich. Ave Maria, Kell. Amen, genau. So, ich muss hier mal kurz in der Szene noch den, und abgesehen, dass wir das Spiel noch nicht sehen. Doch, da ist das Spiel. Dann, oh ja, heutige Bingo-Gewinner müssen wir natürlich noch ausblenden. Haben wir leider noch keinen, aber Ausrufezeichen Bingo. Könnt ihr euch ein Bingo-Blatt schnappen? Und immer wenn ich was Lustiges mache, was auf diesem Blatt zu sehen ist, könnt ihr das abtickern. Und dann werdet ihr auch an diese schöne Liste eingetragen. So, das warten wir mal noch ein bisschen nach oben. Heutige Geburtstagskinder. Stimmt, das wäre auch eine schöne Idee gewesen. So, das kann ich hier auch mal wieder zumachen. Dann können wir hier ein bisschen. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles sortiert, hoffe ich. Was wir brauchen. Ja, und Controller funktioniert. Das ist doch das Wichtigste am Kabel. Oh, jetzt hängt das Kabel schon am Stuhl fest. Das ist doch schon scheiße. Okay, wieder die falschen Tasten. Ach, ich habe wieder ein bisschen Animal Crossing gespielt in den letzten Tagen. Das hat jetzt wieder mein Controller-Gefühl ein bisschen verändert mit der Nintendo Switch. Ich habe vergessen, wie groß dieser Hammer ist. Hat der Typ sich bewegt? Der saß doch vorher da oben. Ja, moin. Oh, ich dachte auch kurz, wir wären nackig. Aber ganz nackig sind wir nicht. Ah, wir kamen von da ganz oben. Weil ich mich gerade, da waren noch ein paar Items, ne, wo wir noch nicht dran kamen. Wenn man da nachher wieder von ganz hinten hochkommt, das wäre natürlich irgendwie nice.
Hab ich gerade meinen Namen gehört? Hast du? Hab ich irgendwas mit Patty gesagt? Ihr sollt euer Bingo-Blatt aufmachen, habe ich nur gesagt. Oder weil du der Hammer bist, Patty. Genau. Mein Problem war jetzt, wir hatten hier schon mal ein bisschen reingeguckt, hatten letztes Mal hier das Bonfire aktiviert. Aber hier ist leider... I don't know, okay, never mind. hier erwartet uns leider wieder so ein Engel des Todes, den wir letztes Mal schon da oben gesehen haben. Da oben haben wir aber die Dame gefunden, die den beschworen hat und haben die platt gemacht. Und dann habe ich mich wieder ans Feuer dran gesetzt, sodass die wieder respawned ist und jetzt wieder diesen Engel macht. Die Alternative wäre natürlich, wir gehen nochmal den ganzen Weg von da oben runter und machen sie platt und gehen dann hier weiter. Aber ich habe immer noch ein bisschen die Vermutung, dass hier eigentlich... Weil es ist ja viel zu niedrig. Wir kommen ja von da oben. Das heißt, eigentlich muss es doch ein anderer Engel sein. Dass du mit diesen dünnen Ärmchen diesen Hammer tragen kannst, ey. Der Hammer ist innen hohl. Das wäre auch das, das ist nur so ein Gummihammer. Hammerhart. Ich habe halt ganz dolle Bauchmuskeln. Vielleicht sieht man es auch so ein bisschen durch den Lappen durch. Und den, ich trage ihn mehr mit dem Bauch als mit den Armen. Okay, ich guck mal, ob er hier noch was Neues zu erzählen hat. There you are. Perfect timing. You remember that treasure in the thick of the poison swamp? Yes, I do. Well, I fetched it for you, as promised. Während ich nicht im Spiel war. It was only a hop and a skip. I needed a rest from old Nan over there. Here. Go ahead. It's yours. Maybe it'll help you with that solemn duty. Jetzt bin ich aber gespannt. Ein Titanite Slab. This really is a dreck heap at the world's end. Mangled remnants from every age and every land. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass er uns das schon besorgt hat. The old rumors that the ringed city rests below it all. Das hat er aber, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. So, wir haben unser Schild nicht mehr. Weil dann passiert das. Wir können die Waffe nicht richtig tragen, weil sie noch ein bisschen zu schwer ist. Das heißt, ich muss mich dran gewöhnen, ohne Schild zu spielen. Beziehungsweise nur mit dem Hammer zu blocken. Und das ist immer nicht so effektiv. Achso, hat es nebenbei noch Johnny's Stream von gestern geschaut. Aber da haben wir über dich geredet? Oder wurde da über dich geredet? So, kurz bisschen Nervennahrung. Ja, ich habe auch ein bisschen Angst. Es war auf jeden Fall ein bisschen Versteckspiel hier. Das ist dann ein Slapstick. Oh mein Gott. Die Frage ist halt, der war letztes Mal, war er ziemlich weit hier unten. Ich frag mich, ob ich ihn eigentlich auch treffen könnte. Wie siehst du mich hier? Lächerlich. Alter, das Geräusch ist auch so gruselig einfach. Hat es was von mir und Switch gesagt? Vielleicht habe ich über ein Pet geredet? Hm. Ich ging nämlich um den Controller. Oh boy! Außerdem nenne ich dich jetzt einfach immer Patü, wenn ich dich anspreche. So, hier links waren noch diese Dinger, da habe ich aber das Item schon geholt. Ich glaube, wir müssen hier so rechts rum dann. Also da vorne wäre wieder ein Häuschen, bei dem ich mich vielleicht verstecken könnte. Oh, ist aber weit weg. Vielleicht gehe ich erstmal in jedes Häuschen.
Okay, er hat mich erstmal nicht gesehen. Und jetzt auch nicht getroffen. Ich hoffe, er kann hier nirgendwo durchgucken. Das würde mich ein bisschen stressen. Stress! Gamebot? Haben wir jetzt eigentlich wieder... Oh, sogar... Immer noch, nur noch 5 Ember. Ich dachte, ich hätte ein bisschen mehr dazu gewonnen, nachdem wir so viele verschwendet haben. Für die ganzen Bosskämpfe neulich. Hier muss ich schon wieder runterfallen, ist das richtig? Eigentlich würde ich gerne nochmal hier oben drauf gucken, wenn es möglich ist. Beziehungsweise zu dieser Hütte komme ich dann nicht, oder was? Doch, hier. Wow, okay. Aua. Da komme ich nicht rein. Ja, ja, alles gut. Aua. Aua, aua, aua. Bin ich so lahm? Oh. Meine Güte. Dezent nervig. Ich muss noch mal kurz wegen dem Dach gucken. Ich hätte trinken sollen. Au! Okay, das scheint mir aber... Es scheint nichts weiter zu liegen. Oh, hier noch durch, oder was? Gemeini. Och, tut mir echt leid wegen dem Sound. Das ist ja unangenehm. ...1200 Schaden! Meine Fresse. Oh nö. Was ist das? Was ist ein anderer Spell? Ah, warum trifft der so gut? Was passiert da? Bewegt er sich? Purple Moss, okay. Das ist auf jeden Fall... Ach, das ist der Sumpf, von dem er wahrscheinlich gesprochen hatte vorhin. Ein kleiner Hinweis darauf, dass ich wahrscheinlich das auch benutzen sollte. Ich komme PTSD vom Zuschauen. Ich hoffe nicht. Ich versuche aber erstmal da hochzulaufen, glaube ich. Bist du hier doch eigentlich auch unter dem Ding? Ah, scheiße. Nein, 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 nein. Ich dachte... Ich dachte, ich wäre da geschützt. Oh, oha! Meine Füße. Nein, spiele ich das. Das ist so ein Wirbeltanz. In der Zeit kann ich mich vielleicht bewegen. Nein. Denied. Hier komme ich nicht hoch. Aua. Aua. Wie poisonig ist das? Okay, es geht so. Oh Gott im Himmel. Ich würde bitte gerne erstmal die Person finden, mit der ich das alles verhindern kann. Hier! Was bist du? Nein, nicht hier in das Cursing. Was bist du für einer?
Ja, genau. Oh, der hält viel aus. What? Okay. Ja, die Gegend macht ja richtig Spaß. Das Level ist so stressig. Mhm. I agree. Ach, da oben ist auch noch ein Item. Ja, komme ich von hier aus dahin? Guten Abend! Ach komm. Kann ich da nicht durch? Das ist lächerlich. Hallo, Videojabs. Wie geht's dir? Oh. Okay, aber hier, von hier aus komme ich nicht ran. Oh. Sagte ich schon, dass der mich nervt? Wow, what the fuck? War das jetzt zwei? Ich hatte ja gefühlt, dass ich mich gerade zwei beschossen. Das ist zu kalt. Da braucht man eine Engelsgeduld. Sehr gut. Badabumtsch. Wieso komme ich hier nicht durch? Das ist richtig dumm. Das heißt vielleicht die andere Wurzel, aber... Sieht nicht so aus, als könnte ich hier drauflaufen. Ich hätte mal so einen, der richtig gut trifft. Oh, was? Au, au. Oh, was ist denn hier noch? Hallöchen. Upsi. Hat Night Scale. Ein bisschen Ruhe von ihm. Ihr. RCS. Oh ja. Danke dafür. Gleich schon getriggert da. Okay, ich frage mich jetzt. Will ich denn nochmal zu dem Typen da rechts oder gehe ich jetzt erstmal in die Richtung? Vorne sind auf jeden Fall noch zwei Items. Drei. Da oben geht es irgendwie auch noch weiter. Aber da ist auch sehr wenig zum Verstecken. Das da hinten würde ich eigentlich gerne erst machen, wenn ich hier die entsprechende Dame irgendwas? Oder ja, Skurogo. Nein, ich kann wieder nicht in die Häuser rein. Scheiße. Nein. Ja, ich bin gleich vergiftet. Dir wollte ich doch eben entgehen. Hm.
Okay, immerhin macht mir der Poison überhaupt nichts aus. Ich verliere quasi genauso viel Poison-Schaden. Ne, ich bekomme so viel Poison-Schaden, wie ich mich selber heile mit meinem Ring. Ungefähr. Ich glaube, ein bisschen mehr, aber... Ja, ich glaube, den kriegen wir hin. Mit meinem geilen Staggerhammer. Denkt ihr, man kriegt da Schaden? Wer kriegt da Schaden? So, da komme ich oben wieder raus. Okay, hole ich mir schnell noch das Item, während wir noch vergiftet sind. Nein! Ach, diese Tastenbelegung! Harald Curved Sword. Das Harald Glöckler Curved Sword. Sword, 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 Sword. Guardian. Guardian of the Galaxy Sword. Der war besser. 140 plus 76. Wäre schön leicht im Gegensatz zum Hammer. Rette mich, Jebus! Das passt gerade sehr gut. Sehr hübsch. Aber trotzdem ein bisschen lahm. Wo ist mein Hammer? Hammer! Ja. Wer kriegt denn da Schaden? Irgendjemand ist da reingeplumpst, scheinbar. So, wo bin ich jetzt? Muss ich jetzt hier... Achso, hier ist sogar noch was. Homeward Bone. Wie die da rumlaufen. Oh, da hinten ist auch noch so einer. Aber warum bin ich jetzt nicht... Okay, da bin ich langgelaufen. Den habe ich ja noch gar nicht gesehen in dem Bereich. Oder ist der da jetzt reingelaufen? Dreht er sich noch um zu mir? Wo will der hin? Sieht er mich schon? Kann ich den pullen? Kommt er dann hier rum? Oh, knapp seinen Hintern verpasst. Ach komm, nicht zu weit weg. Wie er guckt. Was kommt denn da? Jetzt macht er Moonwalk. Ich glaube, er ist zu weit weg, oder? Ja, ich mache ihm keinen Schaden, weil er zu weit weg ist. Das bringt ja überhaupt nichts. Okay, wieder Waffe hinten rauf. Schild hinten rauf. Waffe nach oben. Aber ist das jetzt der, der da eigentlich links ist? Das heißt, kann ich entspannt da links reinlaufen? Wir sind auch jetzt hier aus der Sicht, sind es viel mehr von diesen Pilzköpfen. Die waren doch eben auch alle nicht da. Ah, guck mal, hier kann ich sogar draufstehen. Er scheint sich aber erstmal nicht hier in die Richtung zu drehen. Okay, jetzt hat er mich gesehen. Ah, ich dachte, ich stehe hinter dem Dings da. Nein. Nein. Alles klar, Kel. Überhaupt kein Problem, ey. Mach dir keinen Kopf. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Geburtstagsabend. Hat mich sehr gefreut, dass du reingeschaut hast. Alles Liebe dir. Ein bisschen undurchsichtig, was ich hier gerade mache. Ich dachte gerade zu lahm. Oh Gott. Okay. Das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Der da dreht sich ein bisschen im Kreis. Herzchen auch für dich. Ich hoffe, da hinten sieht mich dann zumindest der Engel nicht mehr.
Oh, genau! Danke für nix. Nein. So. Wie hat er mich jetzt beschossen? Irgendwie durch das... War der so niedrig? Jetzt natürlich trotzdem gerne noch das Item hier haben. Ja, der war hier, glaube ich, schon irgendwie in Angriffsposition, oder? Deswegen war er niedriger als sonst. Könnte ich mir vorstellen. So, geht's jetzt da noch weiter? So ein bisschen die Frage. Ist wieder so ein Klopsi. Der sieht eigentlich tot aus. Sollte hier was sein? Ich bin verwirrt. Wofür denn diese Ecke da? Ich dachte auch eigentlich, es würde hier weitergehen. In der Höhle. Da oben hängt noch ein Dude dran. Wieso auch immer der nicht runtergekommen ist. Aber irgendwie muss ich scheinbar auf die Wurzel da hoch. Au. Dumm. Ich habe auch voll wenig Flasks nur, leider. Frage ist, ob jetzt diese... Da bin ich ja eben dran vorbeigelaufen, rechts an der... An der... Wurzel. Die sieht ja schon so aus, als könnte man da nochmal drauflaufen. Ja, aber das werde ich jetzt gerade mal versuchen. Ja. Ach du! Parago! Schade. Trinky. Okay. Ungefähr auf der Höhe von dem. Scheint ja auch gar nicht so verkehrt zu sein. Ich habe nur leider gesagt, nicht mehr so viel Heilung. Oh, da kommt irgendwo eine Pyromancerin. Ja, komm, wie lange willst du denn noch ausholen? Warum lebst du noch? Als ob. Voll daneben geschlagen, oder was? She's coming up. She's there. Oh nein. Oh fuck, genau. Ja, scheiße. Ich war hier in der Ecke. Ich kam hier irgendwie nicht mehr raus. Ah, doof. Doof. Aber jetzt haben wir zumindest die eine Höhle da schon mal erledigt. Wir können theoretisch direkt dahin laufen. Mich das Item da nervt. Au. Au, au. Irgendwas ist gestorben. Drop Attack verkackt. Hä?
habe das Gefühl, ich laufe total dumm. Ich muss eigentlich weiter nach rechts. Au. Jetzt ist der Weg natürlich kürzer, um mich zu treffen. Mein Stamina war leer. Oh, fuck. Okay, also mittendurch. Danke. Mittendurch macht nicht so viel Sinn, scheinbar. Aber wenn ich rechts wieder in die Höhle reingehe, dann trigger ich natürlich wieder den Fettbär. Ruhe. Ich verstehe auch nicht. Manchmal trifft er mich halt mit 10 Dingern und manchmal gar nicht. Obwohl ich mit dem gleichen Speed laufe. Werden nicht viele sein. Ich laufe jetzt trotzdem hier lang, weil er gerade nämlich in seinem Zauberding drin war. Geh da hoch! Aua! Hi, Kenneth! Och, fuck, war das knapp. Abendessen ruft, alles klar. Ich wünsche dir guten Appetit, Video Gems. Danke fürs Reinschauen. Wir kriegen das schon irgendwie hin hier. Alles gut. kann nur besser werden. Wow, Kenneth. Kenneth, wie geht's? Hol dir dein Bingo-Blatt. Unter Ausrufezeichen Bingo. Ist das schon Timeout-würdig? Warum? It's me, Mario! Daran erkenne ich immer, dass Kenneth da ist. So, das war wichtig. Dass ich die schon mal weggedödelt habe. Palms are sweaty. Fighting big bully is steady. Und das ist Patties. Und sie hat eine Peitsche. Putz was more heavy. Au! Oh, die macht aber richtig Schaden. Mach mal lieber Double Heal. Nein. Bin zu lahm für die. Trinki, Trinki. Oh nee. Double Drink. Fucky. Shit. Au. Die ist richtig gut. Die ist richtig schwer für meinen Hammer. Schade. Nicht da in den Engel reinlaufen, bitte. Wand. Ja, das ist immer meine Hoffnung, dass sie dann falsch rollt. Ah, sie hat kein Estus mehr. Ernsthaft? Okay, ich gehe aber mal davon aus, dass ich sie auch jetzt hätte erledigen können, weil sie sich nicht mehr hätte heilen können. Ich hätte sie ja auch jetzt nochmal geschlagen. Das war jetzt ein NPC-Spieler, also kein anderer echter Spieler. Alles klar, Kenneth. Vielen Dank fürs Zuhören. Oh, er guckt gerade nicht. Jetzt habe ich die Zeit mal, um hier hinter den nächsten Pillar zu laufen. Was ist der Unterschied? Dass das hier quasi... Also der war jetzt quasi vom Computer designt.
immer gruselig, wenn hier nichts ist, finde ich. Ja, da kommt man irgendwie noch von oben runter oder so. Sehe ich jetzt von hier aus zwei Engel? Weil da hinten links bewegt sich auch noch was. Irgendwas ist gestorben. Was passiert hier? Ich bin mega verwirrt. Ah, ich habe hier einen Hut gefunden. Was sind jetzt? Ach, da. Ich wollte sagen, wo ist denn jetzt unser Engel? Okay, aber wo führt mich denn diese Wurzel jetzt hin? Führt die mich überhaupt irgendwo hin? Oder habe ich jetzt gerade was übersehen? Kann ich hier eigentlich noch irgendwo hochlaufen? Nee, das ist zu steil. Die Steine kann ich auch nicht abbauen. Ich dachte, das war jetzt ein Hinweis, dass ich hier hochlaufen kann, aber nope. Nope. Chuck Testa. Der ist hier runtergesprungen, eventuell. Nein, dass da der irgendwie noch aktiv war, der Engel. War doch jetzt auch nichts mehr, oder? Also da könnten wir theoretisch noch auf das Dach rüber, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Ob man da irgendwie ins Haus reinkommt. Oh Gott, mein Herz! Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Ein bisschen Scatman, oder? Okay, aber das ist wieder der Weg, wo wir hochkamen. Ah, aber da komme ich wahrscheinlich an das Item. Und hier. Ach nee, da kam ich gerade rüber. Ach so, da bin ich gar nicht rübergelaufen, ne? Das war jetzt der Clou. Okay, looten auf A. Auf A. Nicht auf X, Anki. How? Aber wir haben, was wir wollten. War schon wieder Dingsmaterial. Schmiedematerial. So, dann warten wir kurz, bis er sich beruhigt hat. Sonst haben wir, glaube ich, wirklich ein Problem, wenn wir hier lang gehen. Aber das war jetzt, obwohl ich mich nicht viel... Also er hat mich ja definitiv nicht gesehen, wobei ich bin mir nicht sicher, ob er sich wirklich in dem Moment umgedreht hat oder ob das war, weil ich zu nah dran war. Hm. Ja, ich denke, ich werde ihn auch wieder triggern, wenn ich da jetzt drauf gehe. Bin mir ziemlich sicher. Nee. Ja, genau. Okay, aber was hat das jetzt gebracht? Was hat das jetzt gebracht?
War es jetzt doch einfach nur Sackgasse? Achso, dass ich meine Seelen jetzt schön da oben platziert habe. Au! Hab mich einen Strahl getroffen? Ich habe gar nichts gesehen. Weiß jetzt nicht, ob ich motiviert bin, meine Seelen wieder zu holen. Frag mich gerade, ob ich einfach hier die nächste Wurzel mal hochgehe. Der Sound ist am schlimmsten. Damit meine ich auf jeden Fall die Wurzel. Da komme ich scheinbar zu dem Item. Ich weiß nicht, ob es da auch noch weitergeht. Ich raff wirklich nicht. Sehe gerade wirklich nicht, wo ich hin muss. Schrecklich. Komm ich da rüber? Sieht nicht so aus. Warum laufe ich eigentlich nicht? Ich bin gar nicht gelaufen! Ach, ich Hansel. Ich Hanselpups. Aber hier ist auch wieder nur das Item. Meine Güte! Jessie, bist du eigentlich noch am Arbeiten, oder? Was machst du? Hochstream. Okay, bist du ruhig heute, deswegen. Ich vermisse die Gags. Jetzt bin ich zu Spaß zumute. Oh nein. Aber das liegt an der Gegend und nicht an mir. Ich sehe immer nur also Dinger, wo man von oben runterfallen kann. Ja, der Dude kommt jetzt hoch, aber ist mir jetzt egal. Ach du Hintern! Ring of Favor plus 3. Kommt der jetzt hoch oder nicht? Was? Warum? Warum bist du jetzt da? Wo ist denn hier? War doch noch ein anderes Item. Ah, Ficky. Hallo. Meine Güte. Wieso war der jetzt da oben? Ich habe eine große Abneigung gegen dieses Gebiet. Alter Schwede. Aber habe ich oben irgendwas vergessen, was ich jetzt nicht checke? Dass ich jetzt hier keinen Weg sehe? Na, hier hatte ich doch auch schon geguckt, oder nicht? Hätte ich doch letztes Mal alles angeschaut. Ah, nee. Kann mich so schlecht erinnern. Aber es wäre halt Dark Souls untypisch, wenn jetzt hier beim zweiten Bonfire sozusagen eine Sackgasse wäre.
Ja, das war ja mein, was ich am Anfang vom Stream gesagt habe, dass ich eigentlich... Eigentlich müsste ich das ganze Gebiet nochmal machen von vorne, damit diese Tante da tot ist. Aber ich war dann der Meinung, weil der Engel halt weiter unten ist, dass ich, dass hier eventuell auch nochmal so eine Tante ist, die ich angreifen kann. Wie komme ich denn jetzt an das Item? Das ist noch weiter vorne, oder? Das ist gerade irgendwie nur rumlaufen. Rumlaufen und hoffen, dass man Items trifft. Ich selber... Nein! Oh, Ficky! Ficky-Beere. Wie gesagt, ich verstehe halt auch nicht so ganz, wo es weitergehen soll. Und ich den Ficken dickicht. Ficky! Ficky und die wilden Kerle. Au. Nur doof. Was jetzt meiner Meinung nach halt gar nichts gebracht hatte, war jetzt diese Aktion, dass ich oben auf der Wurzel noch den anderen Engel trigger. Das war ja richtig dumm einfach. Also nicht von mir, da konnte ich natürlich nichts für, aber was soll denn das? Ja, die wilden Kerle waren auch cool, aber die habe ich tatsächlich erst, die habe ich tatsächlich erst mit, 20 oder so kennengelernt. Die habe ich als Kind nie gesehen. Ja, Leute. Leute, Leute, ich sage euch. Das Geheimnis liegt im Schlagzeug. Da haben wir zumindest die ganze Rüstung von der Frau gesammelt. Kann ich mal durchlesen, was sie macht? Muss ich die vielleicht einfach anziehen? Nein! Ich werde gerade gecursed. Das war's, wenn ich sie anziehe. Show Item. Once walked the halls of the Earthen Peak. It is said that the thin burgundy cloth breathes with magic. Irgendwas kommt da. Okay, er geht wieder. The pirates of most of them female are known for their great fans of flame and enchanting looks. But what is enchanting can also be deadly, especially when clothed in such alluring garb. Hm. Achso, das war gar keine Rüstung, sondern... It's me, Mario! It's me, Femaleo! Hatten wir nicht gerade, Ach so, das hier war das. Okay, da steht aber auch wieder nur das Gleiche. Das Duel ist jetzt... Ja, also jetzt vom Gefühl her habe ich ja... Habe ich ja jetzt einfach alles. Alles hier angeschaut, oder nicht? Da oben waren wir für das Item. Müssen wir nochmal untersuchen, ob hier noch mehr. Noch mehr Wurzeln sind.
Hier liegen ist das vielleicht noch irgendwas? So türenmäßig? Nee. Geht nix. Ist noch mal so ein Dude? Okay, ist noch ein Item. Kann ich hier rein? Nee. Sah nur so aus. Okay, hi! Ist gerade ein bisschen schlecht. Ich bin gerade gerollt! Ah! Ich dachte, er kommt da vielleicht nicht durch. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das ist so verwirrend. Aber ich meine, ich könnte den... It's me, Kenneth! Ich meine, ich könnte jetzt, ich könnte jetzt zwar nochmal zurück die Tussi da killen. Dann muss ich aber sozusagen durchlaufen. Darf mich nicht hier ins Feuer setzen. Muss zwar mit den wenigen Flasks, die ich habe, hier in Ruhe rumlaufen. Und das ist nur ein Guess. Also bestätigt haben wir das noch nicht, dass die Tussi da oben auch für die hier zuständig ist. Aber weil ich auch gerade nicht viel andere Anhaltspunkte habe. Ich wollte hier nur noch mal gucken. Ja, danke. Danke für nichts. Also ich würde, wenn mein Command funktioniert. Ja, jetzt nicht damit gerechnet, ne, dass ich einen Kenneth-Command habe. Die andere Idee wäre halt nochmal da oben auf diese Mega-Wurzel. Aber wo dann hin? Wo dann hin, Leute? Das ist quasi die hier direkt über uns, glaube ich. Oh Mann. Ey, keine Ahnung. Meine dritte Alternative wäre natürlich, dass wir uns oben bei dem anderen nochmal umgucken. Ob wir da nicht noch einen Weg vergessen haben. Ja, sogar mit Pose, ja. Natürlich. Hilf mir mal. Strange little lass you are. What on earth do you see in me? Choir of the Ring City. Oh, if you just can't stop yourself, at least hear this. From time to time. Ganz genau falsch Moment gedrückt. From the depths of the cavity, even now. Mutterings of the very demon that Prince Lorien spoke of, I'm sure. Horrible sounds. Wann ist die Krabbes Ehefrau? Never. Cursing men. We're not so much into marriage. All lands meet at the end. Great kingdoms and anemic townships will be one and the same. Haben wir uns das schon mal angehört? Ich bin total unsicher. Human enterprise, all for naught. That's why I'm so taken by this grand sight. This must be what it's like to be a god. Oh, if you just can't stop far below, there's a deep dark hole carved out of a tree. From time to time, voices brim from the depths, mutterings of the very horrible sound. Why, where did you hear that name, love? Oh, it doesn't matter. I'll tell you what I know. The Ringed City is said to be at
world's end. Past this. Ja, aber wie komme ich da hin? As far as one can go. Bombs are sweaty, fighting big wolfy is steady. With mom's spaghetti, backstabby. Need help from Frost Krabby. Falling back heavy. Wolfy calling for daddy. But in the end, puss was more heavy. And the dark soul is better left. Kenneth will Krabbe heiraten. Okay, hat denn das jetzt irgendwas gebracht? You're not willing to reconsider, are you? Steuerverteilung und so, ja, das stimmt allerdings. It's a rare thing to have a true duty. Don't go and take it for granted, I suppose. Won't do any better than this. Aber was ist mit Sleepy Kenneth? Oh, that poor tin can. Don't run off and die, love. It's a nicer view with you in it. Oh. Ömchen schmeichelt uns. Tja, richtig geholfen hat es mir jetzt nicht. Also sie hat uns ein bisschen was erzählt noch zu Ring City. City! Meine Oma hat mal gesagt. Im City Center. Oh. Ciao! Ich speede jetzt nochmal durch. Alter, wieso habe ich den Anschluss fokussiert? Richtig dumm. Aber ich bin mal an dem Typen vorbeigekommen. Der hat mich nicht gegrabt. Ich lerne. So. Dude incoming? Nö. Dude nicht incoming. Hä? Okay, der scheint jetzt... ja, lull. Also Engel Nummer 1 ist nicht mehr da. Das heißt aber bestimmt auch, dass Madame nicht mehr da ist, ne? Bei der wir das veranlasst haben. Aber dafür kann ich jetzt mal hier hingehen, falls hier irgendwas ist. Ein Item. Mal hin. Ring of Steel Protection plus 3. Ich habe auch eben den anderen Ring gar nicht angeschaut, stimmt's? Der wäre ja hier wahrscheinlich auch gar nicht mal so schlecht. Increase physical damage absorption. Und der andere, increases HP, stamina and maximum equip load. Ich glaube, den finde ich ein bisschen geiler hier als unsere Prison Chain. Ja, okay. Also mein Vigor Endurance und sowas geht schon runter. Ja, es ist ungefähr gleich. Ich habe ein bisschen mehr Stamina. Aber ich habe nicht hier den Nachteil mit dem More Damage Gedöns. Aber warum kann ich ihn nicht tragen? Weil mein Endurance so runtergeht, ne? Natürlich genau passen, wenn wir die Handschuhe ausziehen. Hi, Bilford, wie geht's dir? Are you alright? Gut, ich glaube wirklich, dass die Dame dann einfach nicht mehr da ist. Wenn der Engel jetzt nicht da ist, weil das wäre irgendwie ein bisschen komisch. Okay. Dich habe ich irgendwie vergessen. Hier war, glaube ich, ein Item, weswegen der getriggert wird. Die mag ich, glaube ich, trotzdem lieber alleine. Ich kenne mich doch, ich verdödel das wieder.
Sorry, ich lese gleich wieder. Ich bin gerade ein bisschen... Wir sind into the game, sorry. Nicht sehr professionell. Ich rolle! He ignores me. Genau, Sleepy, willst du... Aber ich wollte ja nicht zur Hochzeit kommen. Ah, Sleepy ist schon deine Ehefrau. Ach so, das habe ich wirklich gar nicht mitbekommen. Entschuldigung. Ja, einen herzlichen Glückwunsch nochmal im Nachhinein. Morgen noch arbeiten und dann 5 Tage frei. Nice. Eine schöne kurze Woche. Och Mann, ey, ihr dürft mich immer nicht. Ich bin super leichtgläubig. Vor allen Dingen in meinem Kopf so. Moment, ich dachte, die wären erst ein paar Monate zusammen. Naja, wird schon stimmen, was er sagt. Genau deswegen bin ich so schlecht in Among Us. Ja, warum sollte Kenneth lügen? Er hat keinen Grund dafür. So. Okay, also Madame war nicht mehr da. Au. Macht's jetzt aber nicht besser. Im Gegenteil. Jesus Maria! Au. Ah, das ist ja mal wieder so ein Großdude. Großdude kommt vor dem Fall. Im wahrsten Sinne des Wortes. Weil danach muss ich da runterfallen. Den kann ich aber irgendwie nicht Backstabby machen. Heppa! Ich kann auch hüpfen. Schön reingefallen. Ich glaube, Kenneth lügt. It's me, Mario! It's me, Lügio! Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Soll ich den mal fragen, wie er da durchgekommen ist, vielleicht? This really is a dreck, mangled dreck. It actually sort of lent that the ring. Nee, er sagt auch nichts weiter. Ich mache hier einmal den Test mit dem. Mit der Klamotte, aber ich bezweifle, dass das funktioniert. But who knows? Im Moment haben wir alle die Kleidung einzeln gefunden. Das könnte schon ein Hinweis darauf sein. Dass man das auch tragen soll. Immerhin sind wir ganz kurz ganz sexy. Allein dafür. Nur einmal im Leben. Okay. Man ist ja da und ja, er schießt auch auf mich. Das hat nichts gebracht. Okay, also wieder zurück. Aua, ich werde getroffen. Can you stop this, please? Ja. Mann, oh! Was ist denn das für ein Fick, Mann? So, dann hatten wir hier dieses andere freizügige Oberteil. Gloves hatten wir ausgezogen, fällt mir gerade ein.
Den. Welchen hatten wir? Müsste ich nicht genau auf 70 rauskommen? Doesn't make sense at all. Aber dann können wir auch den anziehen. Glaube ich. Ich habe das Gefühl, wir hatten einen anderen an, aber ist nicht so schlimm. Seriously? Da komme ich nicht hoch. Das ist definitiv zu steil. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ah, Mann, ey! What should I do? What should I do with a drunken sailor? Ach, das ist ja nur Kotze, ey. Ich habe das Gefühl, ich raff irgendwas nicht und das macht mich sauer. Na, da haben wir schon, sind wir schon drauf gelaufen, zumindest haben wir es versucht. Hier ging es nicht weiter. Aua. Danke für die Huggies. Seelen scheiße ich jetzt. Kein Bock mehr. Kein Bock mehr auf Seelen. Also ich weiß nicht, ob ich hier noch was verrafft habe mit dem Haus. Dass ich eigentlich da wirklich noch in dieses Haus rein muss. Oder halt mit dieser Doppelwurzel hier oben. Aber ja, leider beide Engel aggressiv wurden. Warum liegt da ein Item? Warum liegt da ein Item? Ach so, von der Frau, die runtergefallen ist. Let me, I'm thinking. Weil die runtergefallen war und ihr Loot verloren gegangen ist. Blame Fan. Okay, aber... bringt mir jetzt leider auch nichts. Make a large sweep with a fan of flame. Das hat sie, glaube ich, auch eingelöst. Eingeused gegen us. Meiner Sprache. was ist dein schöner Kosename? What are you thinking about? Ein schöner Kosename? Für Mann oder Frau? Schnuffelbärchen finde ich immer süß. So, das muss das sein, wo diese, das andere Item drauf lag. So, hier oben drauf scheint ja irgendjemand zu latschen. Der auch ziemlich large ist. Aber wie kommen wir da hoch? It's not working here. Maybe working here? No. No.
Aber die führt nur geradeaus. Ah. Frau und Mann, zwei Beispiele bitte mit Erläuterungen. 8 Punkte. Das ist mir zu anstrengend. Nee, da komme ich nicht rüber. Da komme ich nicht rüber. Ich sehe nichts. Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Süßhölzchen. Was mache ich falsch? Was verstehe ich hier nicht? Itzy Mario! Danke, Kenneth, für die Aufmunterung. Ach, hier komme ich hoch. Okay. Immerhin das. Twinkling Titanite. Kann ich nicht gebrauchen. Habe ich den Ficken dickdickicht? Mehr Aufmunterung kommt sofort. Das ist Ficken dickig. Sehr schön. Okay, da war ich aber auch schon drin. Vielleicht kann ich hier noch. Nee, da war hier war auch. Da war auch das Loch drin. Das heißt, da kann ich nicht drauf auf das Dach. Die Frage ist, ob ich. Vielleicht versteht es auch einfach falsch. Ein bisschen. Ich denke halt die ganze Zeit, ich müsste vielleicht doch irgendwo an einem Baum in eine Wurzel. Nach dem, was sie jetzt eben alle gesagt haben. Aber welcher Baum und welche Wurzel? Und hört ihr das in der Ferne? Hä? Ich höre auch nur Piu-Piu. Warum hat es putzig nicht geklappt? Au! It's me, Mario! Mario geht noch. So, da bei dem Baum. Also der sieht ja am offensichtlichsten aus. Ist der irgendwie zwischen die Dinger vielleicht? Wichtigster Command geht. Aber hier ging es auch nicht weiter. Ah, nein. Nope. Da oben ist doch noch ein Item. Ich dreh durch. Irgendwie muss ich da doch noch. Ah, Fico. Muss ich da doch noch hinkommen? Also entweder muss ich in diesem Haus hier weiter. Jetzt stell dich noch mal runter. Egal. Krabbe, kriegen wir hier den Kenneth-Command rein. Fertig geklippt ist er ja schon. Das würde die Stream-Atmosphäre verbessern. Du siehst mich nicht. Er sieht mich wirklich nicht. Ach, das ist herrlich. Ich glaube, er hat mich jetzt gesehen, oder? Nee, doch nicht. Okay, hier ist aber kein Eingang. Ja, hallo.
Ah, ich kenne sie aus anderen Angriffen. Von vor 5 Stunden. Ach, warum trifft ihr mich denn jetzt immer so krass? So unfair. Stop it! Ach, du Penisengel! Nein, das war kein schöner Kosename. Oh Mann. So, die Frage ist, okay, da komme ich wahrscheinlich noch irgendwie aufs Dach drauf, aber ich sehe da auch keinen Weg weiter. Ich versuche mal. Kann ich von hier aus den Baum da vielleicht mal untersuchen? Ist doch der, oder? Nee, ist das der da oben? Aber die sind ja alle, die gehen ja alle ins Nichts. Ich muss ja in die andere Richtung. Da wird Sleepy sich freuen. Warte mal, was ist hier? Oh, hier kann ich auch drauf. Okay, sehr gut. So far, so good. Hier geht's aber nicht weiter. Ah! Oh, da ist die Olle! Du blöde Mistpfropfen! Auch schon wieder Kosename. Oh Gott! Ich hab die nicht gesehen von unten. Habt ihr die gesehen? Also okay, Krabbe wusste wahrscheinlich, dass sie da ist. Oh. Also nicht, dass es das jetzt besser machen würde. Ist der andere Engel denn jetzt auch weg? Oder ist das noch eine andere? Das war die Dame, die den... Die Dame vor allen Dingen. Die Dame, die den Penisengel beschworen hat. And he is no more. Darmen-Garmbiet. Okay, aber hier komme ich hier auch nicht weiter hoch. Das ist der Eingang zu der Höhle. Okay, jetzt die Frage, ob der Rest sozusagen auch... Ha, aber warte, sie ist jetzt auch komplett weg, ne? Weil das hatten wir ja gerade bei dem anderen auch gesehen. Die Frage ist, ob ich dann hier schon einfach auf diese Doppeldings drauf kann. Beschreibung einer Tasse. Nur zum Händewaschen? Was? Bist du wieder bei Amazon? Du sollst mir aber immer nicht verraten, was du gerade suchst. Sonst weiß ich ja schon mein Weihnachtsgeschenk. So, 2 auf 1 Streich. Ja, naja, einer reicht mir auch. Der coolen Pose. Für deinen Neffen eine Tasse zum Hände abwaschen. Da wird er sich bestimmt freuen. Nee, okay, der andere ist noch da. Das ist schade. Aber ich werde zumindest hier... Ja, danke. Hier rumlaufen können. Einigermaßen. Zum Beispiel dieses Item hier mal zu nehmen. So, aber wohin jetzt? Wohin jetzt? Das ist zu weit unten, oder? Mega weit unten aus. Wahrscheinlich soll ich hier einfach wieder hoch. Okay, da ist das andere Item. Ich frage mich, ob die andere Frau auch dort irgendwo auf dem Dach sitzt.
Liegt irgendwas? Ist das was? Oder? Okay, das ist gerade eine richtig dumme Idee, weil ich sonst immer nach hinten springe, wenn ich das Ding hier benutze. Okay, da weht irgendwas. Naja, was trinken ist auch nicht so verkehrt. Besser als runterspringen. Gut, dann werde ich jetzt aber hier langlaufen. Mich hier galant runterdroppen lassen. Hat nur 10.000 Energie gekostet. Aua. Aua, aua, aua. Nein! Och du Vogelmann! Keine Energie mehr. Tut mir leid für das verwirrte Herumlaufen. Aber ich hatte gehofft, ich finde hier irgendwie eine Dame. Ich liebe das jetzt mal einfach. Wir haben ja eh noch 50.000 Embers, die wir kaufen können. Ich hatte gehofft, dass die andere Dame da irgendwie drauf liegt. Meine Schwester hat nur gesagt, er fährt auf The Mandalorian ab, aber er kriegt ja auch immer so viel Zeug. Da ist es so schwer, was Cooles zu finden. Andererseits will man als Kind ja auch nichts Cooles haben. Hauptsache Lego, auch wenn man schon 100 Lego-Teile hat. Ein Lego Duplo. Root of all evil. Muss trotzdem noch mal ganz kurz gucken. Weil hier, das zeigt ja runter. Aha. Feuerli. Okay, ich setze mich wegen Flasks. Oh. Hey, na. Feier, Link, Schwein. So. Sehr gut. Nee. Wo? War das jetzt wieder der da hinten? Touch Summit sein. Würde aber eigentlich. Ich wollte auch noch da in das Häuschen. Nee, Moment. Ich will noch einmal Häuschen-Time machen. Krabbe will nicht backseaten. Darf nicht backseaten, will aber so. Naja, irgendwo muss ja eigentlich hier die Alte auch noch sein. Warum bist du jetzt runtergehüpft? Weil die Figur da stand. Da war ja wieder so eine Hinweisfigur. Jetzt können wir aber theoretisch nochmal ordentlich in den Sumpf runter. Auch. So, ich gehe jetzt hier runter, weil eigentlich müsste der ja dann weg sein, ne? Itzidi, Mario! So. Das ist korrekt. Bestätigt sich das? Ja. Gut, dann können wir nämlich hier kurz chillen und die Schlese. Weil hüpf hopp im Galopp und Anki macht sich jetzt auf zum Pott. Das stimmt nicht. Ich muss gar nicht. Naja, darf nicht backseaten. Ja, aber. Ja, aber. Willst du jetzt. Ja, ich frage nicht weiter. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob du möchtest, dass ich da. Ich mache das jetzt auch mal, weil ich super lange nichts getrunken habe. Außerdem habe ich ja eh keine Channel Points und dann habt ihr euch das auch nicht erschlichen. Kein Problem. So, aber ich bin der Meinung, dass ich hier eigentlich alles auch ganz gut untersucht habe. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal hier hoch.
quatsche nochmal auf diesen Doppelweg da oben, damit ich nochmal auf das Dach komme. Oder wolltest du wissen, warum ich von da aus auf das Dach gesprungen bin? Also runter zum Bonfire oder hier den Sprung, den ich gleich nochmal machen wollte? Wenn ich das sage, ist es in direkt Backseaten. Ja, ich weiß, dass da über mir auch eigentlich noch was ist. Ich höre das ja. Was ist hier meine Seele? What the fuck? Aber ich mache hier erstmal Stückchen für Stückchen. So, hier ist nämlich zum Beispiel noch ein Item. Au. So, jetzt kann ich nämlich vielleicht hier auch mal gucken. Aber ich habe mich da ja auch oben schon umgedreht. Confused by this area. So, und jetzt will ich aber einmal hier auf der Dings noch entlang. It's me, Mario! Mario macht mobil! Weil hier ist nämlich ja auch noch ein Weg. Ein ruckeliger Weg. Aha, guck mal, da steht nämlich auch so eine Dame. Ich weiß jetzt aber nicht, ob du das meintest. Irgendwie falle ich ja. Also ich bin mir nicht sicher. Okay, ich bin mir sicher, dass ich da runterfallen soll in die Ringed City. Eventuell. So, ich hoffe, das war der da hinten. Die andere Dame auch tot nun. Genau, jetzt müsste der vordere Engel auch weg sein, wenn es richtig funktioniert hat. Fall mal runter, vielleicht gibt es da Free Fingerfood. Aber für Fingerfood hätte ich auch jetzt gerne. Okay, ich habe mich gefragt, warum die Wurzel nicht weiter runtergelaufen bist. Weil ich ein bisschen panisch war und dann habe ich ganz spontan halt den Typen gesehen, dass ich da runterspringen soll. Deswegen bin ich erst da runtergesprungen. Tatsächlich. Es hat jetzt nicht viel Unterschied gemacht, scheinbar. Wobei ich gerade nicht weiß, ob ich wahrscheinlich schon eher von da oben in den Abgrund springen soll, oder? Weil von da komme ich ja nicht hier hin. Wo komme ich denn jetzt hier hin? Alter. Ich hoffe, Patty guckt nicht mehr zu. Hi, Soda! Wie geht's? Okay, aber die Blutflecken sagen mir auf jeden Fall, dass ich hier nicht weitergehen sollte. Yankee? Hast du dich jetzt ehrlich verschrieben? Oje, oje. Gut, das heißt aber auch, dass wir jetzt im Grunde alles richtig erforscht haben, ohne dass wir die Damen, die das heraufbeschworen haben, gekillt hätten. Ich habe allerdings immer noch eine Frage. Aber vielleicht löst sich das auch jetzt. Da wir uns hier jetzt ein bisschen freier bewegen können. Also A, da ist noch ein Item. Das sehe ich hier. B, was war jetzt da hinten oben? Weil da ist ja auch noch irgendwas rumgerödelt. Ich weiß jetzt noch nicht so ganz, wie wir da hinkommen sollen.
ich rutsche hier erstmal runter. Hier nochmal in Ruhe um. Das war ja auch ein bisschen stürmisch. A. Atmen. Item. Ach, Item. A wie Item. E wie Baum. Ach, sieh's mal. Guck mal einer Schau. Okay. Na, wie ist es da oben? Kann ich nicht mehr anvisieren. Na gut. Dann soll er da mal bleiben. Was ist mit diesem Spiel? Warum ist das so verbuggt? Giant Door Shield. Was ist das denn? Das sieht super, super lustig aus. Der ist schüchtern. Ich glaube vor allem, dass er jetzt in der Textur drin ist. Also beziehungsweise hinter der Textur. Und jetzt ist er eventuell runtergefallen. Ja. Ja, easy fight, würde ich sagen. So, dann gucken wir uns mal die Tür an. 21 Kilo. Ich habe zwei Türen auf dem Rücken. Die soll ich wahrscheinlich alleine tragen, oder? Ist eher eine Waffe? Nee. So vielleicht. Interessant. Geil. Oh mein Gott, das ist irgendwie lustig. Odo! Aber wir haben uns ja für den großen, nicht die große Tür, sondern den großen Hammer entschieden. Ist die Höhenpassage vorbei? Momentan ja, Patty. Nicht schauen. Völlig schwerelos. Grabe, ich muss pipi. Ja, gleich müssen wir nochmal einen großen Sprung, glaube ich, machen nach unten. Uch, jetzt bin ich hier wieder nicht im Spiel drin, so. So, dada. Gehe ich hier nochmal in Ruhe hin. Ich versuche nicht in den Abgrund zu schauen. Ist wenig zumindest. Aber ich denke, dass wir jetzt hier eigentlich alles gemacht haben. Also jetzt außer vielleicht noch auf der anderen Seite. Ne, hier kam ich gar nicht. Wie kam ich denn jetzt hier hoch letztendlich? Hinten oder so, ne? Hier zumindest. Die Frage ist, ob wir uns halt jetzt nochmal oben bei diesen zwei Wurzeln umschauen. Ja, ich mach das mal kurz, weil der andere Engel uns jetzt auch nicht beschießen kann. Ich habe nun meinen Kaffee getrunken. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Ja, jetzt müssen wir nochmal auf die Wurzeln hier hoch, auf jeden Fall. Das ist ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen zu anstrengend für Party. Auch immer nicht umgeschmissen. Das ist mir heute Mittag passiert. Oh nein! Ich hoffe, es ist dabei nichts kaputt gegangen.
ein bisschen Angst vor Invadern, by the way. Bei den Invader. Weil da... wohin auch immer das Zeichen war. Beim Bonfire. Nur mein Stolz. Na dann. So, hier höre ich nämlich... oder ist das der von ganz unten? Ist der so laut? Schöner Schatten. Ist der so laut von unten? Does anyone know? Ich weiß halt nicht, ob man irgendwie da rüberlaufen kann. Gott, warum hat das so viel abgezogen? Wie kam ich denn hier auf diese eine Wurzel drauf? Hier war das, ne? Auf die andere komme ich nicht hoch. Ja, es wäre auch wahrscheinlich ein bisschen zu steil. Oh, jetzt wollte ich gerade die Nachricht lesen. Time for joy. Da setzt er sich hin. Okay, aber da oben drauf komme ich auch nicht, theoretisch. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Tim. Weil ich für einen kleinen Hint offen wäre. Zum Beispiel... It's me, Mario! Jemand Tim gesagt. Warum jetzt Mario? Zumindest vielleicht ein Tipp, ob das, was ich da oben gehört habe, ob das immer der Dude hier unten war. So, wieso? Hätte ich nicht... Ach, Leute. Manchmal ist es ein bisschen kompliziert mit mir, ne? Warum laufe ich hier überhaupt noch rum? Ich krieg schon wieder ein bisschen Hunger. Aber ich hoffe ja auch, dass... ein falsches Feuer. Ich hoffe ja, dass David dann gleich auch pünktlich anfängt um 20 Uhr. Bei Rain können, dann können wir nämlich Essen machen. Krabbe, ich weiß, wie du heißt. Ich weiß auch, wie Krabbe heißt. Ich wusste, wie du heißt. Ich kenne nur noch den Vornamen. Aber wieso wusstest du überhaupt mal den ganzen Namen? Ich glaube, es kommt jetzt ein Boss, weil hier sind so viele Zeichen immer. Wegen Google? War er damals dabei, als Nushi das gegoogelt hat mit deiner Arbeit? Ach, die Google Docs-Bewertung. Ah. Weil wir XXX Sun geschrieben haben. okay. So, Leute. It's time for jumping down. Party, bitte Augen zu. Augen zu, Party. Party, Augen zu. Hals und Beinbruch. Ah! Warum ich das überleben sollte? It's me, Mario! Nikasukere! Demon in Pain, das bin ich.
Wo ist das andere da? Ja. Ich weiß nicht, wer mir weniger gefällt. Sie kreischen auf jeden Fall beide ganz grausig. Okay, der hat sich gebufft. Ins Gesicht, nein! Okay, warum ist das Stamina? Okay, der Große läuft, also der Feuerdude scheint mir ein bisschen beweglicher zu sein. Au. Fuck. Bisschen zu früh gebödelt. Nein! Ich bewege mich. By interest. Hä? Okay, aber ist das nicht? Ich bin gerade verwirrt. Warst du nicht hier der Giftmann? Ins Gesicht, nein! Oh, nice. Oh, nice. Weg mit dir. Keine Ahnung, warum ich jetzt trinke. Völlig überflüssig. Egal. Toxic. Ich bin toxic. Scheiße. Leider die Blüten nicht ausgerüstet gegen Toxic. Nein. Oh, shit. Ja, ich komme so schnell nicht nach vorne, glaube ich. Ich habe keinen Stamina mehr. Bisschen schade, aber... Nicht so schlimm, hab trotzdem Schaden gemacht. Ja, mach du da hinten mal. Scheiße. Ich bin sogar noch nach vorne geglitscht. Ich hätte sowieso nur noch einen Schlag gebraucht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Mama. Hi, Sleepy. Ich sehe gerade, dass du da bist. Herzlich willkommen. Viel Spaß. Warum habe ich gerade so viel Schaden? Achso, irgendein scheiß Toxic-Kack. Ah, das Toxic ist nicht gut. Oh. Ich schaffe es, glaube ich, nicht so schnell. Macht er irgendeinen Scheiß? Easy, Chili! Lala! Damit habe ich nicht gerechnet. Hit Trade. Fuck. Zu spät gerollt. Fuck! Doppelgriff, ey. Scheiße. Das war meine letzte Flask.
Oh, komm! Oh, in den Ball reingerollt. Wie lächerlich. It's me, Mario. Das ist okay. Ich muss meine Maus. Ist irgendwie weg. Ich kann gerade nicht in den Chat. Oh, Koryu, Doro. Hallöchen an alle, so. Dann kamst du gerade rein, als ich mit dem Boss angefangen habe, scheinbar. Kann ich dir was zeichnen? Wieso? Gerne, immer doch. Meine Ehefrau ist da. Wait, was habe ich verpasst? Du bist jetzt vermählt mit Kenneth. Offensichtlich seit letzten Juni. So wie Gehegepartnerin, genau. Hochzeit ist Hochzeit. Ich wollte was zeichnen für sie. Das ist super lieb. Habe in letzter Zeit so viele Schildkröten gezeichnet. Jetzt könnte ich ja ein Äffchen machen. Ja, mach mal. Würde ich mich voll freuen. Darf ich meine Zeichnung von mir selbst hier präsentieren? Kannst du gerne in den Discord packen, Kenneth. Oder meinst du das? Hä, hey, hat sie schon einen down? Ihr lenkt mich ab. Ah, da hat er schon gepostet. Das bin ich in real life. Ein Hasen-Alien. Mann. Fast First Try. Also wenn der Kenneth Command kommt, geht das First Try. Dachte, du meinst ja die Zeichnung von Anki und postet dann wieder das Affen-Emote. Achso. Richtig mag, keine Fragen. Oh, stop it. Ich muss mich kurz strecken. Okay, das ist auf jeden Fall... Also der Kampf lief schon ziemlich gut gerade. Das ist auf jeden Fall ausbaufähig. Ich werde aber auf jeden Fall... Nee, warte. Mir das andere hier ins Inventar legen. Okay, den Rest brauche ich glaube ich nicht, aber... Ah, ich würde eigentlich fast gerne meine Waffe wechseln. Aber wir haben schon ziemlich geilen Damage gemacht durch das Staggern, das muss ich gestehen. Auch wenn ich nicht mit Schild spielen konnte. Es ist natürlich jetzt schon wieder so die Frage, der erste Try war sehr gut. Wir waren aber auch geembert, muss ich dazu sagen. Und ich vermute, dass ich jetzt einfach versagen werde. Sofort. Schatzi, kannst du mir für... Nee, warte, ich gehe selber. Weil das bringt nichts. Ich wollte gerade fragen, ob ihr mir meine Socken, meine dicken Socken holt. Eine Sekunde, meine lieben Leute. Aber das bringt ja nichts. Weil ich muss sie ja auch anziehen. Kann ich nicht schon starten mit dem Kampf. Langsam ein bisschen frisch um die Füßchen. Morgen ist das erste Bewerbungsgespräch, was ich sage. Ich habe den Demon Prince gestern gelegt. Bitte stellen Sie mich ein. Wo bin ich? Ach da. Ich habe mich gerade selber nicht gesehen, weil ich mit dem Hintergrund verschmelze. Kann ich die natürlich auch anziehen. Das machen wir bitte erst, wenn wir beide über 60 sind. Ich habe viel zu wenig getrunken heute. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Ich hoffe aber, dass es keine Erkältungskopfschmerzen sind. Weil krank sein darf ich morgen nicht beim Bewerbungsgespräch. Bevor du springst, achte darauf, dass du nicht auf dem Kopf landest. Ja, im besten Fall lande ich ja... Der Hammer ist ja das... Den Chicken Dick-Dick-Dick. Der Hammer ist ja das Schwierigste an uns. Deswegen hoffe ich einfach, dass ich auf dem Hammer lande und dann einfach davon absteige. Klingt das nach einem Plan? Okay, jetzt weiß ich wenigstens auch, was passiert. Also ganz entspannt. Hier kommt einer auf der linken Seite und einer auf der rechten Seite.
Nein, ich will den anderen bitte, danke. Ich rolle. Ich rolle mit meinem Besten. Synchron! Oh. Das Gefühl, er macht ihn jetzt nach. Nein. Lala. Ich hab kein Stamina mehr, deswegen. Gott, oh Gott. Oh Mann, mein Stamina. Ich habe echt ein Stamina-Problem. Du bist nicht so weit weg. Kommst du bitte wieder her? Nicht gut. Das war nicht gut. I tried to bait him. Warum rolle ich so spät? Ach, Ficky! Ich krieg da auch noch Toxic-Schaden? Oder hat das jetzt... Oh, Mann. Hat mich jetzt seine Attacke gekillt? Oh. Aishi, Entschuldigung. Ich will vor ihm rumfluchen. Tut mir leid. Dein Fisch schon wieder. Sehr gut. Fischi. Wie geht's? Hast du denn jetzt Feierabend, hoffe ich? Ja, jetzt müsstest du ja mit Sicherheit. Wir sind gerade in einem Bossfight. Ich warte noch kurz auf deine Antwort, bevor ich nochmal hinunterhüpfe. Hui, da runter soll ich, glaube ich. Wenn dann die Nachricht nicht wäre, dann könnte man das cool als Thumbnail benutzen. Vielleicht. Dann springen wir einfach mal. Ich hatte aber auch jetzt weniger Leben, ne? Das habe ich schon wieder nicht richtig beachtet. Jetzt schon. Ist er schon sauer. Was passiert hier? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Schieb mich nicht dahinter. Wo ist der andere? Da, okay. Nein! Why did you hit me? Nein, 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 ich bin schon wieder in diesem Toxic-Ding. Okay, Stamina, Stamina, Stamina. Au! Ich sehe halt gerade null den anderen. Ja, das war dumm. Oh, viel zu greedy gerade schon wieder. Versuche ihn gerade so schnell down zu kriegen, aber es bringt nichts. Ich darf den anderen nicht aus dem Auge verlieren. Irgendwie waren die am Anfang besser zusammen. Hi, Johnny! Hallo, Johnny! Meine Hand ist... Mein Arm ist zu groß für die Kamera. Einfach reinlaufen. Oh, oh mit meinem Falschen. Sorry, zu ihnen wollte ich gar nicht.
verdient. Ah, dann guten Appetit. Ach komm! Ich sehe nichts. Außer dass ich tot bin. Mein Gott, warum ist, bin ich jetzt gerade so schlecht? Oh, ich habe die eben im First Try habe ich die beiden gelegt und war schon in der Second Phase. Ich bin süß, dass sie schreibt. Jetzt essen wir. Johnny, bin am Essen. Ich schau gerade dein VOD, Johnny, bin einfach nur disappointed. What? Why? Jetzt bin ich gerade ein bisschen besoffen gelaufen, aber ich hoffe, wir sterben nicht. So, versuchen wir uns nochmal auf den zu konzentrieren. Oh, da ist er gerollt. Aua. Ich habe noch nicht mal getroffen. Nee. Das Zweite lässt mich irgendwie nicht. Ja, genau. Rage, Mann. Den roll ich scheiße. Ich mach erst den Hit. Trinki, bitte. Au. Oh, hab ich einfach treffen lassen. Schlecht. Scheiße. Ich kann mich nicht bewegen. It's me, Mario. Der hat richtig gut getimt. Mein Mikrofon ist irgendwie manchmal nicht so sensitiv. Ich mache immer lustige Stimmen, aber man hört das gar nicht. Es ist eine fiese Stelle. Man läuft immer direkt rein, ohne sich zu konzentrieren. Sogar beide getroffen. So, der andere darf gerne wieder ein bisschen rankommen. Ja, jetzt macht er erst wieder sein Hut-Ding. War ein bisschen dumm. Ich hätte jetzt eigentlich die ganze Zeit ihn angreifen können. Ach komm. Ich wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich kann nicht wechseln. Ja, der war leider zu nah dran, der andere. Ha! Ich habe aber seine Hand getroffen. Interessant. Dieses scheiß Toxik-Kacke, ne? Ah, da kommt der Strahl wieder! One down.
Oh Mann! Oh, der tat weh. Ich brauche deine Stimme. Jede Stimme zählt. Für die Neueinführung von neuen Commands meinst du, Kenneth? Oh. Wäre schon schön, wenn wir den jetzt noch hinbekämen, ne? Das habe ich gefühlt nicht viel geschafft in der Folge. Ah, what? Oh Mann. Ich hab zu spät gesehen, dass der andere gerade in den Rage-Modus gegangen ist. Oh Mann. Haben mich beide in der Rolle getroffen, glaube ich. David ist noch nicht online, oder? Gucken. Oh, noch nicht. Schau gerade, wie man bei Epic Games einen Creator Code bekommen kann. Über 1000 Follower. Mist. Ja, das das ist leider noch ein bisschen weit weg. Ich glaube, ich will sie einmal mit dem alten Setting probieren. Ich denke, dass wir da wahrscheinlich auch einfach mehr Feuerresistenz hatten, oder? Ich weiß nicht mehr, welchen Helm wir hatten. Ach hier, Brass Helm, genau. Brass Helm hatten wir, glaube ich. Na, Rock hatten wir schon den besten, glaube ich, an, ne? Ja, ist jetzt nicht ganz das Setting. Mal gucken. David ist jetzt online. Okay. Wäre nur etwas interessanter, wenn ich mir Rocket League spielen würde. Aber mich nur mal interessiert, was es dafür bräuchte. So, jetzt kann ich nämlich auch mein Schild ordentlich benutzen. Wahrscheinlich nicht mehr den Stagger-Vorteil. Ah, jetzt machen wir beide Rage oder was? Oh, wieder voll reingerollt. Oh, nein! Warum nicht? Warum durfte ich nicht rollen? Ich mache deutlich weniger Schaden, aber ich bekomme theoretisch auch weniger Schaden. Hat man jetzt gerade am Ende nicht so gesehen. Aber glaub mir. Das war jetzt nur, weil er irgendwie nicht gerollt ist. Warum? Na, das ist doch schon mal was.
bei dem immer verrolle. Das ist immer ein Roll zu viel. Was dumm ist, weil das kostet Stamina. Ach komm, ehrlich? Warum nicht mehr? Voll erwischt. Zum Heilung. Okay, jetzt sollte es aber besser funktionieren. Nichts machst, mach ich was. Okay, es geht schon auch mit dem Stagger, aber es dauert halt wesentlich länger und macht nicht so viel Schaden wie beim anderen. Na, macht er mal seinen Rage, aber... Na, wusste ich. Scheiße. Nein, jetzt nicht verkacken. Nicht verkacken. Ich meine, es kommt noch ein bisschen was, aber... Machen wir eine Ember. Ein bisschen was von Calamity, diese Sturzattacke. Muss erstmal sein Set ein bisschen lesen. Ah, fuck. Ah, was? Wieso hat er mich da getroffen? Verdient. Ah, wieder der. Ich werde fast schon wieder reingerollt. So, ah, fuck, jetzt macht er das Ding trotzdem. Au, immer mit dem Feuerscheiß. Trink, ich hab doch getrunken. Ich hab trinken gedrückt. Mich weggestoßen. Oh, der, ja, es war klar, dass er das jetzt macht. Ah, fuck, ich.
hab's noch nicht ganz raus, was ich da mache. Scheiße. Nein! Falsch gerollt. Fuck. Warum mach ich mir auch Schaden? Oh Gott. Ist das dieses Monster Hunter? Wenn das nicht der Dry gewesen wäre, hätte ich glaube ich auch geheult. Das war richtig gut. Ich meine, ich hatte es glaube ich ohne Ember nicht geschafft. Aber das ist ja nun mal auch Teil des Spiels, also alles okay eigentlich. Oh, Leute. Ist irgendwie ein Feuer oder so? Also, ja, ich sehe, dass hier Feuer ist. Danke. Aber was ist hinter dieser Tür? Nichts. Guck mal, die ganzen verbrannten Knochen, ey, die habe ich gar nicht gesehen eben. Da ist ein Feuer. Puh, Lulu. Hä? Nice. Na komm, das Item können wir noch mitnehmen. Oh, wir haben einen Banner aufgehoben. Hold before the ringed cliff for delivery. Also ähnlich wie der andere Banner, der uns quasi am Anfang befördert hat. Och, Leute. Aber ich glaube, ich werde jetzt hier trotzdem Schluss machen, auch wenn ich jetzt ein bisschen interessiert bin, was danach noch passiert. Ja, glaube ich, nochmal kurz aufleveln. Aber mein Köpfchen macht, glaube ich, auch nicht mehr so lange mit und wir müssen noch unbedingt anfangen zu kochen. Sonst wird das alles so spät. Ich muss ja auch ein bisschen entspannt sein für morgen. Aber das war zumindest ein gutes Ende. Ich bin froh, dass ich das noch hinbekommen habe. Es war auch wirklich... Ich habe gedacht, okay, komm, einen Try machen wir noch. Und dann lasse ich es aber auch gut sein. So, ein Level nur. Oh Mann, ob wir irgendwann noch die 45 voll kriegen? Ich glaube nicht. Ja, also mag jetzt sein, dass es auch an dem anderen Equipment lag. Das war jetzt natürlich... Ich glaube, mit Smogshammer hätte ich es nicht hinbekommen, weil ich musste ihn schon auch viel blocken.
Jetzt habe ich ein bisschen reingelabert in den Mario, tut mir leid. Dann müssen wir aber wieder, oder? Warte. Ach nee, die hatten wir ausgezogen, ne? So sahen wir aus, genau. Ach, Leute, Leute. Kriege ich hier eigentlich, kriegt man für die DLC-Bosse eigentlich auch noch was? Ich überlege gerade, ob ich noch ein paar Seelen einsetze. It's me, Kenneth! Der war nicht so gut diesmal. Der andere war besser. Teething Chaos. Wir hatten die anderen Sachen hatten wir auch gar nicht mehr gekauft, ne? Demon Scar. Sieht auch ganz schön nice aus. Spin Slash. Bräuchten wir noch ein bisschen Faith. Gotta get Faith. Ja, ich könnte die Sachen jetzt kaufen fürs Inventar. Aber ich glaube, wegen des Hammers wäre es ein bisschen schlauer, wenn ich die Seelen eher in Level packe. Beziehungsweise, vielleicht kaufe ich einfach mal ein paar Embers hier. Und, ah, scheiße, wir müssen die Asche noch abgeben, ne? Ja, noch die Asche. Aber vergessen. Let this ash be stone nourishment. I only hope these new wares content thee. So, was haben wir denn schönes Neues? Ach, guck mal, jetzt können wir hier auch lauter Mats kaufen, aber die sind ganz schön teuer, ey, krass. Haben wir dann auch noch eine hübsche neue Rüstung? Also wir können natürlich noch unser Smaug-Gewand vervollständigen, aber es ist einfach viel zu schwer. Oh, guck mal, wir können die Nameless King-Krone kaufen. Das ist natürlich lustig. Firelink-Helm. Ich überlege gerade... Was ist das denn? Ist das ein Hut oder ein Umhang? Alles klar, Partie. Schlaf gut. Dankeschön fürs Reinschauen. Ich hoffe, dir geht's dann auch morgen wieder ganz gut. Du beanstrengst dich nicht auf der Arbeit. Schlaf schön. Komm, ich will jetzt diese Krone haben. Ashen One. Ashen One. Wahrscheinlich viel zu schwer, oder? 2,3,5. Scheiße. Okay, sie sieht nicht so cool aus, wie ich gedacht habe. Schade. Haben wir noch irgendeinen Helm, den wir stattdessen anziehen können, statt dem anderen? Shadow Mask könnten wir anziehen. Oh, das sieht irgendwie falsch aus. Ach, unseren Schlapphut können wir sogar auch tragen. Ah, sieht das dumm aus. Aber die anderen Sachen sind von den Werten her jetzt doof auch. Ja, ja, Fashion Souls schlägt wieder zu. Nett gedacht, aber in der Ausführung nicht so geil aus. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Da muss ich doch noch einen neuen kaufen. Ah, der ist auch eigentlich am stärksten von den Sachen jetzt. Dann bleiben wir doch bei dem. So, ich würde sagen, wir reisen nochmal kurz
zurück an den Ort des Geschehens, damit wir nächstes Mal wissen, wo wir weitermachen müssen. Dann bedanke ich mich herzlich für, bei euch beim für dem, dass der die ihr was wo zuschauen. Ich wünsche euch allen schon mal eine gute Nacht und einen guten Start in die Woche. It's me, Mario! Genau. Das waren meine letzten Worte. Und dann gehen wir mal rüber zum lieben David. Er trägt heute eine Kappe und spielt Yakuza. Ich rede jetzt einfach drüber über die Versprecher aus meiner Vergangenheit. Feierlegen Schwein!